Es ist soweit, Obi-Wahnsinn hat es tatsächlich geschafft und die 100 Abonnenten erreicht. Unsere Reporter haben sich mal umgesehen, um die Reaktionen der Menschen bei diesem Ereignis einzufangen. Es ist einfach eine Geschichte, wo ich glaube, dass sie absolut richtig ist. Der Neue. Oh, ich komme jetzt nicht auf den Namen. Lächeln. Das Lächeln ist ein bisschen fake. Das ist doch der, wie heißt er? Oh. Hoffentlich ist er nicht von diesen Partei da, von diesen, wie heißt der? Von diesen Nazis? Darf ich Sie was über mich fragen? Kommt auf die Frage drauf an. Kennen Sie mich? Ich bin Obi-Wahnsinn. Und was halten Sie von meinen Videos? Die kommen mit so einem Mist nicht. Habt ihr schon mal jemanden geschlagen? Alles klar, verstehe. Ist auch egal. Wie ist es bei dir? Auf jeden Fall, every day, all day. Nein, war ich noch nicht. Nee? Nein. Sehr lobenswert. So, dann gehe ich mal davon aus, zugeschlagen haben Sie auch noch nicht. Nein. Nee? Nein. Gut. Ich verhau nur meine Kinder. Tja, sieht man ein bisschen. Und was handelt ihr von Obi-Wanchen? Nichts, Abstand. Nein, nein, nein. Also. Lass uns das Interview schnell unterbrechen. Es wird auch gleich hier im Stadion an der AZ-Tafel angezeigt. Es ist passiert. Obi-Wahnsinn hat den 100 Abonnenten geknackt. Was für ein Wahnsinn mit dem Obi. Ich zieh mir gleich den Schlüpfer aus und dreh am Rad. Ja, da leck mich doch einer am Zuckerlicht, dreh gleich durch. Und dann kommt die Sau auch noch aus Deutschland. Ach, was soll's. Meine Nippel werden trotzdem hart. Heute ist in Deutschland was ganz Tolles passiert. Obi-Wahnsinn hat die 100 Abonnenten geknackt und das ist toll. Wir schauen nach Deutschland und fragen uns, wie kann ein Mann solche tolle Videos drehen? Und ich habe meine Kollegen gefragt, warum können wir das nicht? Warum klappt das nicht so, wie Obi das macht? Das ist die Frage und da weiß ich nicht weiter. Selbst Jürgen Klopp, der Trainer von Liverpool, hat seine Pressekonferenz schlagartig verlassen, weil er wollte er pünktlich zu Hause sein wollte. Er wollte nicht. Nein, er wollte nicht. Er wollte nicht das erste Live-Video von Obi-Wahnsinn verpassen. Und deswegen ist er einfach gegangen. Wir haben die Bilder live und die möchte ich euch jetzt zeigen. Ich muss mal für kleine Trainer. Also, falls jemand eine Frage hat, gerne. Wenn nicht, dann einfach Schluss. Das Spiel hat für sich gesprochen. Also ich muss wirklich, sonst wird es unangenehm. War nicht für mich die Frage? Du kannst doch nochmal wiederkommen. Ja, da, wo ich hin muss, da komme ich nicht mehr. Ja, hatten wir auch noch nicht. Begrüße Sie zur Pressekonferenz mit Dieter Hecking. Ja, gut. Also Leute, nicht vergessen. Am 20. Mai um 19 Uhr ist der Livestream von Obi-Wahnsinn und wer sich den nicht anschaut, bekommt ein paar Igel ins Bett gelegt. Sehr gut. Ich kann es nur empfehlen und hoffe, dass ihr dann auch alle mit dabei seid.